Elektrobeats, ein Radio 1 Podcast. Mit Olaf Zimmermann. Herzlich willkommen und viel Spaß mit den Elektrobeats Interview Highlights Teil 2 2023, 12 an der Zahl. Und wir starten mit Brandt Borfrick und dem Titel Dotted Line. Thank you.
Mit etwas Delay auch von mir noch beste Wünsche für 2024. Damit starte ich auch ins 38. Jahr einer wöchentlichen Sendung für elektronische Musik. Herzlich willkommen zur ersten Elektrobeats-Ausgabe im neuen Jahr und den Interview-Highlights 2023 Teil 2. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. Heute mit dabei Brandbrauer-Freak Hanno Leichtmann aka Chromacolor, Peter Kruder und Roberto De Gioia, Paul Hasslinger, Daniel Meyer, Straumen, Thomas Fehlmann, Hacke de Picciotto, The Logarist, die Gruppe Automat und Oliver Kolecki. Am 4. Juni waren Jan Brauer und Paul Frick von Brandbrauer Frick hier bei mir in der Sendung zu Gast und wir klärten an einer Stelle unseres Gesprächs auch die Frage nach der Idee für den Namen Multiphase Prayer Room. Ja, also diese ganze Idee, die kam von Daniel, der am Flughafen irgendwie zum wiederholten Male so ein Schild gesehen hat, Multiphase Prayer Room. Und weil wir halt gerade eigentlich ungeplant angefangen hatten, wieder mal mehr in Richtung Tanzmusik einfach drauf loszuspielen, also das ist eigentlich selten so, dass wir erst sagen, wir machen jetzt das und das, sondern das liegt dann in der Luft und passiert so. Und genau, was das dieses ganze Projekt wurde, eigentlich eine riesen Stimmensammlung, dass wir bestimmte Fragen zur Zukunft, zu den, wie man sich die Zukunft vorstellt, was man für Rituale hat, ob man welche hat und wie man so zu Glauben oder Zuversicht steht, also sehr persönliche, intime Fragen, haben wir ganz, ganz vielen Leuten diese Fragen geschickt, bisher ungefähr 120 Antworten von der ganzen Welt bekommen. Und es geht jetzt nicht, ist nicht so, dass wir die Zukunft jetzt unglaublich positiv sehen oder so, sondern es ging eher darum, so eine Sammlung zu machen von Eindrücken und zu sehen, zu zeigen, wie unterschiedlich man das sehen kann und was man denn machen kann, um so ein gutes Miteinander zu schaffen. Und das ist dann für uns aus unserer Erfahrung natürlich irgendwie eine tolle Clubnacht. Und so stellen wir uns eigentlich so eine Art Club oder irgendeinen Ort mit Musik vor als so einen Raum, in dem man in dem Leute quasi mit ganz unterschiedlicher Einstellung doch zusammenkommen können, was halt natürlich so ein Problem ist, wenn sich alle im Internet ankeifen und man sich fragt, treffen sich denn überhaupt noch die Leute, die sich eigentlich zusammentun könnten und was zum Besseren bewegen könnten. So ganz grob zusammengefasst. Spannend ist auch, dass ihr mit Musikerinnen und Musikern aus unterschiedlichen musikalischen Szenen diesmal zusammengearbeitet habt. Klar, Micky Blanco und Sophie Hunger kennt man. Vielleicht rattert ihr mal die anderen Namen noch runter, bevor wir später dann noch ins Detail gehen werden. Ich ratter mal. Also Komai ist eine japanische Sängerin, mit der ihrer alten Band hatten wir schon mal vor ein paar Jahren zu tun und so ist sie uns wieder eingefallen und dieser Track kam ganz am Ende noch aufs Album und wer war noch drauf? Azikiel, wir haben letzte Woche mit ihm zusammen in London performt, also er kam für einen kleinen Gastauftritt auf die Bühne und die Single heißt In Your Head Now, die wir mit ihm zusammen gemacht haben. Paul, wer war noch dabei? Marina Herlop ist auf, glaube ich, 4 oder 5 Tracks drauf. Also einmal ist sie richtig als Featuring gecredited beim Stück Future, aber ihre Stimmen, also chorigen Stimmencollagen, die tauchen in verschiedenen Tracks auf. Und ja, sie hat letztes Jahr dieses wirklich tolle Album rausgebracht, wie heißt das, Pribyat oder so, weswegen wir unbedingt mit ihr zusammenarbeiten wollten. Und dann gab es noch, genau, Dwayne Harden, ein tollen Soul-House-Sänger, den wir kannten von dem End-90er-Jahre-Hit You Don't Know Me von Armand van Helden. Ja. Mit ihm haben wir auch einen wahrscheinlich den hausigsten Track auf dem Album gemacht. Und dann genau hatten wir noch ein Featuring, die hinterher nicht mehr genannt werden wollte. Also nicht, weil sie es nicht mochte, sondern weil es zu wenig zu tun hatte mit ihrem eigenen Stil. Deswegen können wir die jetzt nicht sagen. Okay. Und ich glaube, das war's. Okay. Dann haben wir das Feature. Ja. We'll be right back.
Radio 1 Elektrobeats. 38 Jahre elektronische Musik im Radio. Das Feeling Brand Braufrick featuring Sophie Hunger aus ihrem Album Multiface Prayer Room. Anfang Juni 2023 waren sie hier bei mir in den Radio 1 Elektrobeats zu Gast. Sie hören Teil 2 der Interview-Highlights 2023. Am 21. Mai besuchte ich mich hier Hanno Leichtmann. Er firmierte in der Vergangenheit als Musiker und Produzent unter diversen Namen. Sein jüngstes Musikprojekt heißt Chroma Color und dieses Album stand dann auch im Fokus unserer Elektrobeats-Sendung. Ja, ich hatte in den letzten Jahren vor diesem Projekt ganz viele Installationsprojekte gemacht und eher so abstrakte Musik, die ich auch unter meinem eigenen Namen veröffentlicht hatte. Und ich hatte nochmal Lust, was Song-Track-mäßiges zu machen mit Harmonien und Melodien, was ich auch früher unter dem Namen Static gemacht habe. Aber das war eher beatlastig und mit Gesang im Sinne von Lyrics. Genau, und dann hatte ich mir einen Fender Rhodes ausgeliehen, das eins meiner Lieblingsinstrumente ist. Und dazu dann später noch ein Vibraphon. Und das fand ich so eine schöne Kombination. Und dann hat es aber relativ lange gedauert, bis ich da auf so ein Rezept gekommen bin, ohne, ich bin ja eigentlich Schlagzeuger und ich habe immer alles mit Beats produziert. Und das immer war diesmal was anderes, ja. Jetzt, dann war es irgendwie erstmal relativ schwer, da so eine Formel zu finden, um Tracks zu machen, die auch ohne Schlagzeug oder Beats funktionieren. Chroma Color ist eigentlich ein Solo-Projekt von mir und sind aber einige Gäste drauf, die besagten Stimmen, Flöten, Celli und Saxophone sind alle eingespielt von befreundeten Musikern aus der Echtzeitmusikszene. In fast allen Stücken sind ja Vocals zu hören. Mit welchen Sängerinnen hast du namentlich da zusammengearbeitet oder sind das teilweise auch Vokalsamples? Nee, das ist immer Annie Garlett, die die Stimmen eingesungen hat.
Welche Vita als Musikerin oder Sängerin hat sie? Sie hat ein Solo-Projekt, das sich UCC Harlow nennt und ist Sängerin und Violaspielerin, wohnt mittlerweile wieder in New York. Und die Aufnahmen, fanden die auf Madeira oder in Berlin statt? Nee, also die Vokalaufnahmen? Also eigentlich oder? Das meiste, also 90% habe ich in Berlin aufgenommen. Ein Song, der letzte Song ist in Madeira entstanden. Und die Stimmen hat Annie in New York aufgenommen. Thank you.
Kisses and Wine aus dem Album von Chroma Color. Das ist ein neues Soloprojekt von Hanno Leichtmann. Er war Ende Mai hier bei mir in den Radio 1 Elektrobeats zu Gast. Peter Kruder kennt man von Kruder und Dorfmeister und Roberto de Gioia von Passport, WebWeb und vielen anderen Gruppen. Beide haben im Juni ein gemeinsames Album veröffentlicht und waren zu dessen Vorstellung gemeinsam hier bei mir im Studio zu Gast. An einer Stelle unseres Gesprächs wollte ich von Ihnen wissen, wann und zu welcher Gelegenheit Sie sich kennengelernt haben. Wir haben uns 2005 in München kennengelernt. Da habe ich damals gemacht Wum Wum, das Projekt mit Christian Brommer und Roland Appel. Und die zwei haben vorher für Marsmobil einen Remix gemacht und haben mir dann im Studio erzählt, sie kennen da so einen ganz großartigen Pianisten und Songschreiber und der schaut dann mal später im Studio vorbei. Oh Gott. Ja, das war's. Und dann ist Roberto vorbeigekommen und wir haben uns eigentlich von der ersten Sekunde an sehr gut verstanden. Und ich habe gleich gemerkt, dass er ein unglaublicher Player ist und alles spielen kann. Und dann habe ich ihm gleich eine Aufgabe gestellt. Ich habe nämlich die blödeste Bassline aller Zeiten geschrieben. Und dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal, ob der das schafft, mit so guten Chords diese blöde Bassline gut zu machen. Und das ist dann Best Friend von Wum Wum geworden. Und dann hat er gleich gesungen auch noch drauf. Wann war denn so der Punkt, wo ihr euch gesagt habt, wir schmeißen unsere gemeinsam musikalisch-künstlerischen Talente zusammen und kreieren und komponieren dann gemeinsam Musik? Ihr wart ja auch beteiligt an der Teufelswerk-Platte von DJ Hell. Das kam eigentlich relativ bald nach unserem ersten Kennenlernen. Peter hat ja Marsmobil, meine frühere Band, produziert und da war es ja auch schon, dass Peters Ideen sofort Einzug erhielten in die Produktion. Also das war jetzt nicht nur mal kurz dahin gemischt, sondern das war ein enormer Fortschritt für mich. Und so habe ich auch gemerkt, also da ist ein anderer Pol auf der anderen Seite, der das umsetzen kann, was ich meine. Und ich glaube, umgekehrt war es auch immer so, oder? Dass wir uns gegenseitig die Bälle zugeschustert haben und dann kam ja eins zum anderen. Dann haben wir das zweite Marsmobil-Album gemacht, dann DJ Hell zusammen gemacht, Teufelswerk, genau. Und Zukunftsmusik auch noch. Dann haben wir auch noch Drumlesson gemacht. Ja, genau. Mit Christian Baumer. Genau, und dann aber so vor 5, 6 Jahren gab es dann schon die Idee, dass, dann jammt man so im Studio herum. Ich war in Wien bei Peter und habe so Klavier gespielt und aber genau weiß ich es auch nicht mehr, wie ich zu diesem Album kam. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, aber wir waren immer schon sehr affin für, also ich bin ja sehr affin für tolle Melodien und tolle Chords. Mhm. Und was das Schöne ist beim Roberto ist, ich kann ihm so von der Ferne zurufen. Ich kann ihm sagen, jetzt ein bisschen trauriger oder jetzt muss wieder happy sein. Okay, du gibst die Stimmung vor, ja? Er kann das dann sofort umsetzen, das ist wunderbar und ich hätte ja gerne, dass der Roberto in meinem Computer wohnt, wenn ich alleine komponieren tue, aber leider. Aber wir sehen uns ja oft mittlerweile. Aber von dem aus ist es irgendwie auch entstanden und dann haben wir irgendwann angefangen damit und dann haben wir die ganz wichtige Entscheidung getroffen, dass wir keine Drums verwenden, keine Perkussionselemente oder sonst irgendwas, sondern es soll rein Piano und alte Synthesizer sein und das hat dann auch quasi so die Grundidee des Albums geschaffen. Es gab schon einmal eine Veröffentlichung zum Record Store Day vom Erase Tapes Label, eine Platte, wo Interpreten und Titel als Morsezeichen verklausuliert waren oder die Klammerplatte von Sigur Rós. Der Titel eurer Platte sind 8 Unterstriche, sehr kryptisch. Wie spricht man diese Platte aus? Oder ist das eher so ein Suchbegriff mit 8 Buchstaben? Also los ging es so, dass wir Textinhalte suchten für unsere gemeinsame Biografie. Und ich habe Peter was geschrieben. Und da der Albumtitel noch nicht feststand, habe ich den Platzhalter genommen und diese 8 Striche sozusagen gemacht. Ja, und wir präsentieren unser Album, Anführungszeichen, eben diese 8 Bindestriche oder Unterstriche, Anführungszeichen, oben. So. Und einen Monat später ruft Peter an und sagt, ich habe den Albumtitel, den hast du mir damals geschickt. Und da sage ich, nee, ich habe nur diese 8 Striche geschickt. Ja, das ist genau dieser Albumtitel. Also der Dadaismus im täglichen Leben
Ja, den pflegen wir dann auch. Und wie sprecht er die jetzt aus, die 8-Platte? Ja, das ist halt auch ein bisschen der freien Interpretation überlassen jetzt. Und es ist für uns auch nach wie vor der Platzhalter für den Titel, der uns dann vielleicht irgendwann einfällt. Okay, der wird nachgeliefert. Thank you.
Radio 1 Elektrobeats. Wir sind mittendrin im zweiten Teil der Elektrobeats Interview Highlights 2023. Das war Clock TikTok aus dem gemeinsamen Peter Kruder Roberto de Gioia Album, das mit 8 Unterstrichen betitelt ist. Gefolgt von einem Track aus dem Paul Hasslinger Score zu YouTube Effekt. Das lange Interview Special mit Paul Hasslinger, der seit vielen Jahren in L.A. lebt und arbeitet, war schon vor der Pandemie geplant und er besuchte mich dann Mitte Juni hier im Studio und wir sprachen unter anderem über seine Zeit bei Tangerine Dream, aber auch über seine zahlreichen aktuellen Musikprojekte. Zunächst wollte ich von ihm wissen, seit wann er in L.A. lebt. Seit Anfang der 90er. Also das war so eine Übergangsphase, wo noch nicht klar war wirklich, wo ich enden würde. Und ich habe dann mal L.A. besucht und da Zeit verbracht. Und dann hat so ein Ding zum nächsten geführt. Also das war nicht wirklich geplant, es hat sich eher so ergeben. Eine deiner jüngsten Arbeiten, die erst im Juli erscheinen wird, ist The YouTube Effect. Daraus haben wir gerade 3 Miniaturen gehört. Ist das eine Serie oder ein Film und worum geht's da? Ist ein Dokumentarfilm, der Regisseur ist Alex Winter und ich habe das Projekt schon vor einiger Zeit gemacht. Ist ein sehr interessantes Thema und das Thema ist seither noch interessanter geworden, weil es um YouTube speziell, aber auch allgemein um Social Media und Gesellschaftsveränderungen geht. Und es meines Wissens der erste Film ist, der sich mit den Algorithmen, die diesen Plattformen unterliegen, wirklich auseinandersetzt und die auch allgemein verständlich erklärt. Also es war ein sehr interessantes Projekt und musikalisch war es herausfordernd, weil natürlich mit YouTube jede Menge Musik verbunden ist und im Rahmen von einem Dokumentarfilm muss jetzt diese Musik ergänzt oder ersetzt und zwar so ersetzt werden, dass das Ganze wieder eine Geschichte wird und die Geschichte zusammenhängt. Und das war irgendwie der Job vom Score bei dem Projekt. Wenn man sich deine Diskografie anschaut, was Soundtracks betrifft, sind das allein physisch über 50 Veröffentlichungen. Vielleicht nennst du die für dich so die Top 5 der bekanntesten, beziehungsweise auf die du besonders stolz bist, daran beteiligt gewesen zu sein. Also stolz.
Stolz kann man eigentlich nie wirklich sein, sonst wird man ja nicht weiterarbeiten. Ne? Aber sagen wir mal, die so ein bisschen rausstechen, und zwar auch, da sind Zufälle dabei, da sind Umstände dabei, das kann man nie genau benennen, was so ein Projekt irgendwie raushebt über den Rest. Aber ich würde Underworld, den ersten Underworld, erwähnen, der für mich eben damals ein entscheidendes Projekt war, um mich in Hollywood zu etablieren. Ich würde die Serie Halt and Catch Fire erwähnen. Okay, und vielleicht noch so zwei oder drei andere? Ja, also ich denke, die soll man also nach Frühjahr auch noch gehen, weil ich würde Miracle Mile von Tangerine Dream da noch so als Milestone-Projekt mit reinnehmen. Es gab eine Fernsehserie, die hieß Sleeper Cell, die war auch mit Nona Hendrix und Suzanne Dayhim. Also war ein schönes Projekt. Und jetzt in der letzten Zeit, ich habe gerade die Amityville, an Origin Story Serie fertig gemacht. Die ist gerade auf MGM Plus erschienen. Das war auch Jack Riccobono, war der Regisseur, ein New York-Projekt, in dem es darum ging, was in den 70er Jahren kulturell in New York so los war und in welchem Umfeld sich die Amityville Filmserie und dann eben auch Exorcist und so weiter abgespielt haben. Also das war aufgrund der Bezugspunkte zu den 70er Jahren Tangerine Dream Sachen ganz interessant. Radio 1. 38 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Der erfolgreiche Musiker und Hollywood-Soundtrack-Komponist Paul Haslinger war am 18. Juni hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast. Zuletzt gehört ein Track aus dem Underworld-Soundtrack. In der Dussmann-Edition Dur-Vinyl-Reihe erschien auch das letzte Thomas-Fehlmann-Album Umdrehen. Er war hier am 17. September bei mir in den Elektrobeats mein Gast. Und da unterhielten wir uns an dieser Stelle unseres Interviews über Samplequellen. Ja, also sagen wir mal so, es ist tatsächlich ein Instrument. Und zwar habe ich die Trompete ausgepackt. Und die ganzen Sounds auf diesem Stück sind mit Trompete entstanden und entsprechend dann verarbeitet und Es gibt ganz am Ende so einen fiesen Ton, bevor es dann zur gelben Kurve überleitet. Was ist das für ein Sample? Ach, das war eigentlich eher so ein Zufall, den ich dachte, den könnte man gut als Brücke
Und als kleinen Schreckmoment, damit man hier nicht irgendwie denkt, man sei in einer Schlaf-Ambient-Platte angekommen. Du wolltest die Hörerinnen und Hörer aufwecken. Immer mal wieder gut ein kleines Alarmsignal zu schicken. Ich erwähnte schon, Umdrehen enthält 12 Stücke, darunter 2 Miniaturen. Alle mit sehr originellen deutschen Tracknamen. Auf einige werden wir auch noch zu sprechen kommen. Dem Opener hast du einen englischen Titel gegeben. Gibt es dafür eine tiefere Bedeutung? Tatsächlich. Und zwar die Marke meiner Trompete ist Bundy. Ah, okay. Da wäre ich nie drauf gekommen. Das ist so ein Fabrikat von Selma für Studenten. Und das ist meine Bundy-Trompete und deswegen. Okay, deshalb musste der Name her. Ja. Wir beiden kommen ja aus einer Generation, wo Alben und ihre Dramaturgie eine wichtige Rolle gespielt haben und immer noch spielen. Deshalb folge ich auch in dieser Stunde, soweit wir es schaffen, der Reihenfolge deines Albums. Lange über die Abfolge nachgegrübelt. Machst du es alleine oder holst du dir da auch Anregungen von anderen, beispielsweise von Gudrun Gut, deiner Lebensgefährtin? Tatsächlich ist das so, dass ich das auf jeden Fall bespreche, habe auch Verschiedenes ausprobiert und bin aber hier am Schluss zu der Lösung gekommen, dass ich sie chronologisch in der Reihenfolge auf die Platte bringe, in der sie auch entstanden sind. Ah, okay. Und zwar habe ich das eben, wie gesagt, probiert und fand das aber dann irgendwie die schlüssigste, wenn auch nicht immer musikalisch angepassteste, fand aber einfach das Umdrehen so insgesamt einfach auch so eine Art Statement für meinen kreativen Stand der Dinge des Momentes ist. Und deswegen ist es eine Chronologie geworden. Thank you.
Radio 1. Elektrobeats. Bandy Blessing aus dem Thomas Fehmarn-Album Umdrehen. Mitte September war hier bei mir in der Sendung zu Gast. Sie hören Teil 2 der Elektrobeats Interview Highlights 2023. Heute insgesamt 12. Eins folgt noch in der ersten Stunde und 6 weitere dann in der zweiten. Daniel Meyers aktuelles Album heißt Hingabe. Zu dessen Vorstellung war er am 6. August hier bei mir in der Sendung. Bevor wir zu einem Part aus dem Interview mit ihm kommen, ein Konzerthinweis. Am 20. Januar findet in Leipzig in der Moritzbastei der 20. Planet Meyer Day statt. Und diesmal hat Daniel Meyer, der dort unter seinem Pseudonym Architekt agieren wird, ausschließlich weibliche Elektro-Protagonistin eingeladen, darunter Dina Summer, Tilly Electronics, Monja, Asia Imbiss und Selvox. Das Ganze am 20. Januar in der Leipziger Moritzbastei, kuratiert von Daniel Meyer. Zurück aber zu meinem Interview. Er firmiert ja auch unter diversen anderen Projektnamen. Der erste war, glaube ich, Howjob. Ja, das ist richtig. Damit hat alles mehr oder weniger angefangen 1992 in Bielefeld. Parallel dazu habe ich immer aufgelegt und mich aufgrund dessen für jede Art von Musik interessiert, speziell natürlich die elektronische Musik, und habe dann so circa 95, 96 angefangen, Soloprojekte zu starten. Unter welchen Namen dann? Architect oder das, andere? Oder? Das fing zuerst an mit Clean. Das war ein etwas poppigeres Projekt als Howjob. Howjob war immer mehr so mehr oder weniger industrial, aber mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Auch das 96er Album von Howjob war sehr beeinflusst von dem Warp-Sound, von dem Label Warp. Dann kam das erste Soloprojekt, war Architect, auf dem Label Human Records von Anzen, ein Sublabel. Und das war dann schon weg vom Industrial Sound mehr oder weniger, sehr IDM beeinflusst, Drum-Bass-Geschichten. Dann bin ich auch sehr schnell gesigned worden von Groovitech, das ist ein Label aus Köln, wo ich meine ersten Drum-Bass-Releases veröffentlicht habe. Bestimmt 8, 9 verschiedene Aliases für verschiedene Drum-Bass-Label. Und diese Namen, sind die alle noch existent? Firmierst du unter denen immer noch? Oder? Nicht wirklich. Es gibt noch einen Namen, das ist Zapex. Da mache ich noch ab und zu mal was. Und dann gibt es ja Liebknecht. Genau, dann gibt es Liebknecht. Das habe ich aber erst vor ein paar Jahren gestartet. Das war so das erste mehr oder weniger reine Techno-Projekt. Ich hatte Ende der 90er eins, das hieß Aktivist, bei Somba. Form and Function hieß das Label. Das war ein Release als, das war so mehr oder weniger so ein Tech-House-Ding. Aber Liebknecht war das erste reine Techno-Ding, was ich veröffentlicht habe. Dein neues Doppelalbum hast du unter dem Namen Daniel Meyer veröffentlicht. Es enthält insgesamt 11 neue Tracks von dir. Einige Stücke waren auch Kollaborationen mit anderen Musikern, auf die kommen wir noch später zu sprechen. Mhm. Vorangestellt einige Produktionsdetails. Von wann bis wann sind die Tracks entstanden und welche Vision hattest du für die Musik? Das sind ja bis auf wenige Ausnahmen sehr dynamische, clubtaugliche Titel. Ja, also das angefangen habe ich zur Pandemiezeit diese Tracks zu produzieren, also als es so losging mit der Pandemie. Ich war wenig inspiriert, muss ich sagen, zu der Zeit, weil meine Inspiration kommt ganz oft durch die Reisen, durch dadurch, dass ich fast jedes Wochenende in einem anderen Club spiele, in einem anderen Land bin. Und das fehlte sehr, und auch aufgrund dessen habe ich versucht, einfach was zu machen. Ich habe mir von den Corona-Hilfen habe ich mir so ein paar Geräte gekauft, so ein paar analoge Geschichten, die ich dann versucht habe einzubauen in meinen Sound. Und der Kontakt zu dem Label Sonic Groove, bei dem das Album veröffentlicht wurde, der ist praktisch seit 20 Jahren da, der Kontakt. Das ist, glaube ich, das Label von Adam X. Ja. Genau, das Label von Adam X. Und er war aber nie wirklich, es gab immer die Idee, was zu machen, aber es war nie wirklich, er war nie wirklich zufrieden mit dem, was ich ihm mal geschickt habe. Und dann hat er irgendwann mal geschrieben, dass er meine Liebknecht-Sachen gut findet, dass er aber was unter einem eigenen Namen veröffentlichen möchte. Und
dann bekam das eine ganz schnelle Dynamik irgendwie, dass ich ihm zwei, drei Demos geschickt habe, die er gut fand. Und dann meinte er, dass es Sinn machen würde, ein Album zu machen auf seinem Label, weil das für ihn am besten funktioniert. Und dann hatte ich halt die Motivation, das zu machen. Und war sehr stark beeinflusst von einigen Geschichten, die man auch dann später in dem Mix hört, weil ich dann auch sehr viel, ich habe glaube ich 4 oder 5 Mal bei Hör in Berlin aufgelegt und wollte halt nicht unbedingt den reinen Club-Sound spielen mit 4/4-Beats, also mit einer 4/4-Kick drum, sondern habe versucht, so ein bisschen Broken Techno für mich zu definieren.
Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Willkommen zu Stunde 2 der Elektrobeats Interview Highlights 2023. Teil 2, wir starten mit Hexenmotte, dem Titeltrack aus der 2023 veröffentlichten Straumann-EP. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeats-Stunde mit den Elektrobeats-Interview-Highlights 2023, Teil 2. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Marco Haas, a.k.a. Traumschmiere, war schon häufiger hier bei mir in der Sendung zu Gast. Am 3. September zu Straumann, seinem Projekt mit Sinjin. Da stand im Mittelpunkt die damals gerade aktuelle EP Hexenmotte, aus der wir gerade auch den Titeltrack gehört haben. Ich wollte von ihm wissen, seit wann es Straumann gibt. Angefangen hat alles beim Superboost Festival. Das, dieses Festival für Modular-Gedöns und Synthesizer. Genau. Und da habe ich eine Band gesehen, die hieß Fuckety Buckety.
Okay, cooler Name. Aha. Und da hat Ken Macbeth mitgespielt oder mitgesungen und er ist ja einer der Synthesizer-Pioniere. Und ich stand neben Schneider, also dem Herrn Schneider. Genau, Schneiders Büro, der auch schon häufiger hier bei mir in der Sendung zu Gast war. Dem Kapitän sozusagen. Und ich stoß ihn so in die Rippen und meinte so, ey, mit dem Typen will ich was zusammen machen. Und dann nächstes Jahr haben wir zusammen gespielt. Also da war das noch Fuckety Buckety mit Tierraumschmiere. Und aber in der Band Fuckety Buckety hat eben mein Kollege jetzt Cinch mitgespielt. Dann ist leider, Ken ausgefallen aus gesundheitlichen Gründen. Und dann haben wir ein neues Projekt gegründet und sind seitdem Straumen. Und ich glaube, das war so entweder 2019 oder 2020. Mhm. Also es ist noch nicht so alt, aber wir machen jedes Jahr ein Album pünktlich zur Superbus. In eurem Selbstverständnis seid ihr eher so ein Elektro-Duo, eine Gruppe oder eher so ein Projekt? Oder habt ihr euch darüber noch nie einen Kopf gemacht? Also grundsätzlich würde ich sagen, wir haben uns darüber noch nie einen Kopf gemacht. Aber eigentlich sind wir ein Duo, welches sich gelegentlich Gastsänger zuholt. Auch schon auf euren Vorgängeralben Ponyhof und Struktur hattet ihr Vokalgäste. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Auch auf dem neuen Album, das insgesamt 6 Titel enthält, gibt es 4 Gastvokalistinnen. Bevor wir auf Joy Tyson etwas näher eingehen, ratter doch mal die Namen der anderen runter. Die anderen sind Josh Murphy, seines Zeichens der Betreiber des Urban Sprees, ein guter Freund von mir. Mhm. Und mittlerweile, habe ich gerade neulich gehört, ist er auch ein Bandmitglied von Crime and the City Solutions. Ah, okay. Und dann, wen haben wir noch? Joy Tyson natürlich. Dann haben wir noch Milan von Kummer, welcher seines Zeichens mein Sohn ist. Wen haben wir noch? Ich glaube, es waren sie. Ansonsten warte mal. Wir haben ja noch Local Suicide, Dina Summer. Meine Nachbarn, Max Brody und Dina Summer, aka Local Suicide, die haben auch noch ein Stück zu Hexenmotte beigetragen, beziehungsweise Vocals dazu beigetragen, ja. Hier nun.
Radio 1. Elektrobeats. 38 Jahre elektronische Musik im Radio.
Wir sind mittendrin in den Elektrobeats Interview Highlights 2023. Zuletzt gehört Lost von Straumann featuring Local Suicide und Eichach von Hacke de Picciotto. Ende September besuchten mich hier im Studio Daniel de Picciotto und Alexander Hacke. Beide firmieren unter dem Namen Hacke de Picciotto. Ihr neues Album heißt Keepsakes und hat als zentrales Thema Freundschaften. Ich wollte von Ihnen wissen, wer von Ihnen beiden auf die Idee kam. Ich würde sagen, dass wir eigentlich alles gemeinsam machen. Ich glaube, also die Ideen, die wir haben, die entwickeln sich immer aus unserer Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich in der Pandemie entstanden. Die war für uns, um ehrlich zu sein, nicht so furchtbar, weil, wie gesagt, wir konnten mal ausschlafen. Wir sind nicht gereist. Wir konnten in einem Ort bleiben, länger als nur eine Woche. Und wir hatten unsere Studios, wir wohnten um die Ecke. Das heißt, das Einzige, was uns gefehlt hat, waren unsere Freunde. Und da haben wir ziemlich viel drüber nachgedacht, was für eine Wertigkeit Freundschaft hat und was es eigentlich ist und woraus es besteht, gerade auch, wenn man so viel reist. Und da dachten wir, das wäre doch eigentlich schön, den Leuten, also einigen Leuten, die uns am wichtigsten sind, ein Lied zu widmen. Auf dem Albumcover sind die Namen der Personen aufgelistet, denen ihr einzelne Titel gewidmet habt. Wer ist das im Einzelnen? Gerade haben wir Eichach gehört und Eichach war der Geburtsort von Chris Lo Haas, von Deutsch-Amerikanische Freundschaft und Liaison Dangereuse, der so mein Mentor war in meinen Teenagerjahren. Ich habe Chris Lo in 79 in Düsseldorf kennengelernt und er war ja ein Großmeister auf dem MS-20 Korg Synthesizer und so ein Ding schleppte ich auch mit mir rum und dann hat er mich mal beiseite genommen und hat mir mal gezeigt, wie das Ding geht. Und da gibt es aber noch weitere Personen, also Anita Lane und François Cactus, ja. Ja, also François Cactus war für mich eine unglaubliche Inspiration und ich vermisse sie bis heute. Ich habe mir vorgenommen damals, als sie gestorben ist, weil sie mich immer so beeindruckt hat, dass sie immer so ein kleines Schminkköfferchen dabei hatte und immer Lidschatten trug, dass ich ab jetzt in Andenken zu ihr immer Lidschatten tragen werde. Okay, sieht man hier im Studio. Ja, und das eine Stück La Femme Sauvage ist ihr gewidmet und es ist auch auf Französisch, was für mich besonders ist, weil Französisch war eigentlich meine erste Sprache. Years in Berlin, 57 times around the sun. But what is a number? It won't qualify. And what is a number? It can't justify. Tous les
does not concern. Come on, don't. But what is a number? It won't qualify. And what is a number? It can't justify. And I won't forget. No, la vie était vraiment jolie avec toi. La Femme Sauvage aus dem Hacke de Picciotto-Album Keepsakes am 24.09. hier bei mir in den Radio 1 Elektrobeats zu Gast. Sie hören Teil 2 der Elektrobeats Interview Highlights 2023. Am 1. Oktober war die Musikerin und Sounddesignerin Anna Jordan, a.k.a. The Logarist, hier bei mir in der Sendung zu Gast. Im Mittelpunkt stand ihr damals gerade aktuelles Album Tekenu. Ich wollte wissen, ob es für sie große Unterschiede zu den Vorgängeralben gibt. Und weil, während ich auf Blind Emperor zum Beispiel die Landschaft um einen herum eher kalt ist, eher nebelig und mit wenig organischen Elementen, ist im Tekenu das viel heller, also die Umgebung. Ich arbeite auch mit Umgebung und ich mache auch immer Folies rein und Field Recordings. Also ich baue in meine Alben auch eine Atmosphäre und das ist eben die Atmosphäre von Tekenu. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das bündeln, all diese Gedanken und all diese Tracks? Wie kann ich, und dann bin ich darauf gekommen, dass ich vielleicht einen Metaphor dafür finden müsste, was ich sehr gerne mag von der Literatur, das Ausleihen diesen Tool, und habe Tekenu gewählt. Mhm. Bevor dein Tekenu-Album physisch erschien, gab es als Download auch einige Vorab-Singles, ich glaube 5 oder 6. Der folgende Opener, Whisper of the Wind, war, glaube ich, die 5. Vorab-Auskopplung. Bevor wir den hören werden, erzähl doch bitte mal etwas zur Making-of-Geschichte dieses Stücks und der Lyrics. Du hast den ja sicherlich ganz bewusst an den Anfang deines Albums platziert. Ja, der ist eines meiner Lieblingstracks. Und ich habe, glaube ich, hier ganz gut einfangen können das Gefühl und was ich ausdrücken wollte. Und ich habe mich entschieden, mehrere Singles zu machen, weil ich auch eine visuelle Künstlerin bin und dadurch die Möglichkeit habe, noch mehr Illustration in diesen Album reinzubringen durch den Single-Cover. Genau, es gibt, glaube ich, zu jedem der Stücke auch ein Video von dir, ja? Oder fast zu jedem. Also jetzt in diesem Album gibt es zu Whispers of the Wind einen wunderschönen Video, was ein Freund von mir gemacht hatte. Und wir haben daran auch wieder ein Jahr gearbeitet, so wie auf dem vorigen The Sacrifice auch. Oh,
Radio 1. Elektrobeats. Whispers of the Wind von The Elogorist aus ihrem Album Tekenu. Die Musikerin und Produzentin besuchte mich am 1. Oktober hier in der Sendung. Meine Elektrobeats-Studiogäste in der Folgewoche waren Georg Zeitblom, Achim Färber und Max Loderbauer zum 5. Automat-Album Heat. Und wir sprachen zunächst über Barbie Williams, deren Stimme im Eröffnungstitel zu hören ist. Barbie Williams haben wir über eine Empfehlung von Tobias Freund kennengelernt. Er hat mit ihr auch schon auf einem, glaube ich, Longplayer von ihm gearbeitet. Und er hat sie uns wärmstens empfohlen. Sie kommt aus Argentinien und ist hier unbekannt, aber sie hat eine Formation, die in Südamerika sehr bekannt ist. Und wir haben sie dann einfach angeschrieben und ihr zwei Tracks geschickt. Und sie hatte, glaube ich, sie war damals in Portugal, die Sachen aufgenommen und die waren wirklich absolut hervorragend und das hat uns total überzeugt. Ich erwähnte schon, Heat ist euer 5. Album. Für das gab es eine personelle Veränderung. Jochen Arbeit ist nicht mehr dabei, dafür Max Loderbauer, der aber an früheren Produktionen auch schon als Gast mitgewirkt hat. Auf dem Rückcover eures Albums sind unter dem Stichwort Automat A eure drei Namen zu lesen, aber auch Ingo Kraus, Producing und Mixing. Der Nucleus seid aber ihr drei oder zählt ihr ihn auch zu Automat? Wenn es zu Konzerten kommt, begleitet ihr euch dann auch? Im Studio ist er nicht wegzudenken. Wir haben ihn jetzt seit die Band besteht, haben wir ihn im Boot. Und er ist ein extrem wichtiger Faktor für den Sound auf den Platten. Live mischt er uns nicht. Das macht er grundsätzlich nicht. Aber also, im Prinzip Automat seid schon ihr drei. Ja. Also musikalisch ja. Und aber den ganzen auch soundästhetischen Input, da kommt wahnsinnig viel von Ingo. Und deswegen haben wir jetzt auch wirklich entschieden, dass wir ihn dazu nehmen, weil auch bei der neuen Produktion, das ist ein wirklich langer Produktionsprozess war, war es ein extrem wichtiger Anteil von ihm. Du hast gerade das Stichwort geliefert, langer Produktionsprozess. Wann entstanden so die ersten Skizzen oder ersten Titel und wann war dann letztendlich Abgabetermin bzw. das Mastering? Ja, es hat sich natürlich Corona-bedingt alles ein bisschen in die Länge gezogen. Los ging es eigentlich mit Stücke schreiben und vorbereiten in meinem Studio 2020. August 20, ja. Und dann war natürlich wieder lange Zeiten, passierte dann nichts. Und dann sind wir nach dieser Kompositionsphase, würde ich es mal nennen, sind wir zu Ingo ins Studio. Also wir sind auf dem gleichen Flur mit unseren Studios, das ist alles sehr praktisch. Und haben da dann die Aufnahmen der Instrumente gemacht. Die Sänger waren ja alle, bis auf Gemma, aber alle nicht vor Ort. Die beiden Jamaikaner waren in Jamaika. Barbie war in Portugal. Also das lief dann alles über Files schicken und darauf vertrauen, dass die jeweiligen dann was Tolles damit machen, was sie auch machen.
Wir sind mittendrin bzw. gehen schon langsam in die Zielgerade des zweiten Teils der Elektrobeats Interview Highlights 2023. Die drei Musiker der Gruppe Automat waren Anfang August hier zu Gast, zuletzt gehört aus dem Album Cold featuring Gemma Ray. Der hochdekorierte und Oscar-Preis gekrönte Oscar Bertelmann war zu seinem Hauschka-Album Philanthropy am 29. Oktober hier bei mir zu Gast, kurz vor seinem Konzert im Theater des Westens. Ein Aspekt, den wir im Interview erörtert haben, war der, ob es für ihn ein Sinneswandel war, auf dem neuen Album nicht nur präpariertes Klavier, sondern auch vermehrt Synthes einzusetzen. Ich glaube, das war gar kein Sinneswandel, sondern ich habe eigentlich mit Synthesizern schon als Kind angefangen. Ich war ja schon sozusagen mit 12 Jahren, habe ich mein ganzes Erspartes in einen Moog-Synthesizer investiert. Und der hat mich auch immer begleitet, wenn ich krank war. Also ich habe zum Beispiel sehr oft, kann ich mich daran erinnern, als Kind, wenn ich, sagen wir mal, fieberhafte Symptome hatte, dann habe ich hinter meinem Bett einen alten Leslie-Verstärker gestellt und habe darüber mich mit dem Moog-Synthesizer ins Bett gelegt und habe dann halt angefangen, dort Sounds zu basteln. Und das Wie hat alt mich warst du da? Da war ich 12, also und ich habe dann auch, dann zu der Zeit waren ja diese Synthesizer sehr modern, die man sich so umhing wie eine Gitarre. Ich habe dann so ein Hänge-Keyboard. So ein Hänge-Keyboard. Ich habe dann an diesem Moog-Synthesizer, also wirklich blasphemisch, Schrauben in die Seitenhölzer gedreht und habe mir dann so einen eigenen Gurt gebaut, sodass ich auf der Bühne stand. Dieter Bohlen-mäßig. Dass ich auf der Bühne wie Dieter Bohlen stand, genau. Und das war für mich irgendwie eine ganz tolle Zeit, weil was ich eigentlich ziemlich fantastisch fand, war, dass man ein Gerät gefunden hatte, womit man eigentlich von null an Sounds basteln kann. Also wo man eine Vorstellung hat von einem bestimmten Klang und man konnte halt an den Knöpfen drehen und hat dann irgendwann was gefunden, was man total toll fand. Und das, glaube ich, geht mir bis heute so. Welche Synthes kamen bei der Produktion des neuen Albums zum Einsatz? Sind das die gleichen, die du im Konzert auch verwendest? Manchmal schleppt man ja auch nicht alles mit, was man im Studio zur Verfügung hat. Nee, ich bin eigentlich nicht so ein großer Freund von so riesigen Burgen. Also ich mag auch überhaupt nicht reisen mit einem Lastwagen oder mit irgendwie wahnsinnig viel Equipment und mit ganz viel Entourage. Ich bin eigentlich eher ein Freund von zwei, also ich und mein Soundmann und ich. Wir beide sind dann auf Reisen und wir haben eigentlich alles in einem 23 Kilo Koffer. Und die Bässe, die ich dann spiele, die sind meistens dann in einer Art Pad installiert, sodass ich die eigentlich nur noch per Knopf abrufen kann, weil dieses Spielen an sich von so einem Bass-Sound ist ja etwas, was im Ende, also wenn ich jetzt mit den Synthesizern, sagen wir mal, am Ort Sounds kreieren würde, dann würde ich das gerne machen. Also wenn wir zum Beispiel, wenn ich mal irgendwann eine Synthesizer-Platte rausbringe, dann würde ich gerne dann auch richtig viele Geräte haben, an denen ich drehen kann. Aber in dem Fall sind das eigentlich eher so untergeordnete Rollen, die aber ganz wichtig sind. Also ein fetter Bass ist halt einfach, wenn der gedroppt wird irgendwann, dann macht der Song ja einen Satz nach oben. Ja. Und das ist wichtig, aber dafür dann so viel Aufwand zu betreiben, da bin ich eher in so einem kleinen Spot und versuche das Konzert auch möglichst intim zu halten, weil ich mag eigentlich gerne die Menschen spüren und nicht zu überlegen, wie erreiche ich jetzt Reihe 500 mit meiner Ansage. Thank you.
Diversity aus dem aktuellen Hauschka-Album. Und er war Ende Oktober 2023 hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast. Einen Part aus einem finalen 12. Interview habe ich noch. Anfang November stellte Oliver Koletzki hier bei mir in der Sendung seinen Dreifach-Vinyl-Trip to Sanity vor. Inspirierend für das neue Album war auch Tabaluga. Warum, wird Oliver Koletzki gleich beantworten. Davor möchte ich mich verabschieden. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann. Das war tatsächlich in meiner Kindheit eins meiner Lieblingsplatten. Das habe ich ganz, ganz gern gehört. Da bin ich dann in meine eigene Fantasiewelt als kleiner Oliver abgetaucht. Und ja, da habe ich mich daran erinnert. Und das passt jetzt auch nach all den Jahren meines wilden DJs-Lebens auch gut zu meinem Lifestyle. Ein Großteil deiner neuen Tracks bzw. Ideen sind in Südafrika entstanden. Finalisiert wurde es dann in deinem Berliner Studio am Holzmarkt. Wie lange hat sich die Produktion insgesamt hingezogen, von den ersten musikalischen Skizzen dann bis zur Finalisierung und dem Mastering? Also, ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht für das Songwriting, aber immer wieder mit Pausen. Ich habe jetzt immer meinen Laptop dabei. Reisen inspirieren mich am meisten. Das heißt, immer wenn ich unterwegs bin, mache ich Skizzen. Und die habe ich dann in Berlin zusammengetragen. Dann ging es am Mixing, dann ging es ans Ausproduzieren der Arrangements. Das war so im Februar, März, April. Und Mastering war dann endgültig im Juli, August, genau. Nach diesem Eröffnungsstück nimmt dein Album Fahrt auf mit dem Disco-Track Get on the Bus und dann folgt eine der Vorab-Singles Stay Until the Light mit deinem langjährigen Mitstreiter Nico Schwind und Tal Mirage, wenn ich das richtig ausspreche. Bevor wir den hören, wer ist Tal Mirage und wie kam es zur Zusammenarbeit? Tal Mirage ist ein junger Mann aus San Francisco, den ich beim Burning Man vor 2 Jahren, laufe ich durch die Wüste und da stand ein junger Mann in Frauenkleidern und hat irgendwie ein Live-Act gegeben und den fand ich ganz toll. Ich bin da vorübergegangen und meinte, ey, ich schreibe gerade ein Album, hast du nicht Bock? Ich finde deine Stimme toll. Und ja, los ging's.
Radio 1 Elektrobeats. Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.